Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, hier wird schön getragen, mehr oder weniger. Wir haben ziemlich viel Holz, wir brauchen ein Holzlager. Einen schönen Lagerort für Holz, wo machen wir den denn hin? Weiß ich noch nicht. Machen wir erstmal Text, ja? So, fangen wir mit Jugulias an. Ja, dann halt mehr als 10 Mufflons. Was willst du mit mehr als 10 Mufflons? Also im Moment haben wir 0 Mufflons, von daher. Ha, ins Gesicht, von wegen, ich bin eingeschlafen. Ich sagte doch, es gibt eine Feldhand. Sind wir ja am Erforschen. Wer sollte denn nochmal eine Feldhand kriegen? Am besten einer, der auch gut in Feldarbeit ist. Also du. Wer ist denn ausschließlich Feldarbeit? Ich würde sagen, Simon kriegt eine Feldhand. Der ist zwar noch mit auf Bauen, aber eigentlich ist der Landwirt. Also Simon kriegt eine Feldhand. Weiter im Text. Von mir aus können wir das mit dem Deep Storage so lassen, wie es ist. Außer Dinom sagt nee. Was sagt denn Dinom dazu? Ich glaube, du hast die vergessen, die Verzögerung wieder einzuschalten. Alle wollen sie mich haten. Alle wollen sie mich haten. Wo war denn das nochmal? Deep Storage, ne? Oh, was haben wir denn noch? Nun gut. Die besseren Batterien finde ich sinnvoll. Wir haben hier gar keine Batterie mehr. Doch hier. Das heißt, wir brauchen sogar noch einen Batterieraum. Aber wir brauchen so viel. Ich würde sagen, bei mir kann man schon mal anfangen. Hiermit haben wir ja. Ne? Ach so, es hängt jetzt. Ah, ich verstehe. Das heißt, wir bauen erstmal die Geschütze fertig. Alter, schick. Machen wir weiter im Text. Was hast, da hast du noch was zugeschrieben? Anscheinend... Nee, wo waren das? Also wegen mir kann die Verzögerung bleiben, sonst unterscheiden sich die Regale nicht mehr von den normalen. Nun gut. Ja, anscheinend war da kein Stuhl. Muss wohl meine Augen überprüfen lassen. Vielleicht meinst du ja tatsächlich, ich kann mich erinnern, hier einen Stuhl gebaut zu haben. Vielleicht habe ich direkt so geswitcht und... Ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall nicht den Stuhl weggemacht, nur um dann zu sagen, hier ist kein Stuhl. Das habe ich nicht gemacht. Ah, praktisch. Was mit der Tür hier? Haben wir kein Holz? Haben wir tatsächlich nicht. Was macht Heuermann? Generieren Planeten macht der. Vielleicht sollte ich das mal vorher machen, bevor ich aufnehme, damit wir das nicht... Das kostet Zeit. Und die Zeit können wir uns sparen. So, sehr gute Entscheidung, die Firma nicht zu nennen. Nur nicht erhobene Daten sind geschützte Daten. Ja. Wolltest du mich testen oder warum hast du dann gefragt? Oder dachtest du, ich arbeite in einer Geheimfirma? Nein, das tue ich nicht. So, und der letzte. Ja genau, immer schön weiter Mauer für Mauer ziehen um euch, und die Ressourcen rüberschießen. Dann mache ich die Geschwindigkeit rein und direkt los. Und immer schön zwischen Plastall und Stahl und was gebraucht wird, wechseln. Ich habe eine Nahkampfwaffe. Haben wir irgendwen mit einer Fernkampfwaffe? Nee. Kannst du schießen? Nee. Aber dich haben wir schon gedings, ne? Sieht zumindest so aus. Greifen die direkt an? Wäre praktisch für mich. Kraftstoff kaufen wir. Ach scheiße, wir haben keine Kohle.
Wir haben ziemlich viel Ambrosia, das ist gut. Organe verkaufen wir. Eine Hand ist nichts wert, aber Bein. Müssen wir uns merken. So, dann können wir uns doch Kraftstoff kaufen. Und Bauteile. Bauteile kaufen, dass das mal sein muss. Und Stahl. Alter, ein verbessertes bionisches Auge. Ein Stück ist weniger wert als ein scheiß Bein. Ja gut, das ist halt ein echtes Bein, ne? Das kann man auch verargumentieren. Ein echtes Bein. Ich brauche hier leider keinen Küchenroboter. Kann ich denn noch was kaufen, was ich gebrauchen könnte? Sonst behalten wir die Hände. Und ein bisschen Ambrosia. Leer gekauft. Die greifen tatsächlich direkt an. Wo rennen die denn hin? Was machen die? Okay. Ups, falsche Taste. So. Alle deaktivieren. Komm jetzt von hinten. Weitermachen. Weitermachen. Hä? Ich glaube, die hat ein paar Probleme, dass sie jetzt diesen Geschützturm angreift. Alter, die ist aber heftig. Alter, wie die hier... Oh, die ist intelligent. Die weicht einfach den Fallen aus, greift aber nackten Turret an. Das sind mir die richtigen. Ich habe eigentlich gehofft, hier ein paar laufen hier hin. Aber nein. Dann sind sie doch relativ schlau gewesen. Der muss weg. Die speedet einer ja richtig durch. Ich glaube, hier liegt, ist zum besten Lager tragen, kann das sein? Das. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Jetzt geht's los. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Ach, was soll's. Bis wir da sind, dauert es noch ein bisschen. Keine Nahrung mehr? Du hattest da nie Nahrung. Oh Mann, das dauert jetzt Ewigkeiten, das hier voll zu laden. Wir brauchen unbedingt Transportbots. Und wir müssen hier Strom hinlegen. Beziehungsweise müssen wir die Wände glätten, damit ich hier Strom reinlegen kann. Hier müssen generell noch sehr viele Wände geglättet werden. Das Problem ist der Schrein. Hier ist halt ein scheiß Schrein. Wobei es wäre eigentlich sinnvoller, den hier zu öffnen. Alter, hier sind Plastahlreste. Okay, wo ist die Kältewelle? Überall. Hier haben wir relativ warm. Hier ist noch warm.
Hier ist noch wärmer. So, Heuermann ist endlich angekommen, bringt Stahl. Alter, wie viele Spinnen hier sind. Und wie viel totes Getier. Ach so, ja, übrigens. So, wie hoch kann ich denn jetzt bauen? Erweiterter Schaltkreis ist, glaube ich, Stufe 4, kann das sein? Erweitert, ja. Was kostet denn der Erweiterte? Vier fortschrittliche Bauteile. Und Roboterkomponenten. Was würde denn der Anti... Ach, Antilogik kann ich jetzt gar nicht nachgucken, ne? Gehen wir mal auf Antilogik. Was kostet der in der Herstellung? Kann ich von hier nicht sehen. Mist. Ich meine, jetzt würde ja erstmal sowieso jeder Bot gut tun. Naja, wir können mal gucken, ob wir von Dino ein paar Ressourcen rüberschicken sollen, können. Wo sind wir denn im Moment dran? Wir müssen hier mal auf Plastahl wieder switchen. Wir sind bei Gold. Wir brauchen Plastahl. Wir haben Stahl und Gold können wir jetzt rüberballern. Haben wir denn genug Treibstoff? Ja. So, wir ballern rüber. Das bisschen Plastahl. Gold und Silber. Alter, der hat sogar fortschrittliche Bauteile, aber die gehen wir nicht ran. Die braucht er irgendwann selber. Und Stahl. Sehr gut. So, wir haben ja hier einen Schmelzdingens, ne? Jetzt tun wir hier Waffen einschmelzen. Oh, wir haben hier alles. Bei Waffen einschmelzen haben wir alles. Tun das mal nach oben. Wir können dann ja mal hier... noch Kleidung einschmelzen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Ressourcen gibt. 0 bis 99. Ja, Waffen zerstören will ich eigentlich nicht. Aber wir können mal gucken, kannst du kein Metallschrott und kein Dings. Wo ist eigentlich der zwei? Ach nee, der ist kaputt. Okay. Was ist mit Waffe zerstören? Nee, Waffe zerstören machen wir erstmal nicht. Wobei, da können wir die Knüppel wegballern. Dann wären die weg. Jetzt habe ich hier auch das, was ich für Kleidung mache, drin, ne? Bei Waffe einschmelzen. Ich pausiere die beiden mal. Mach jetzt hier mal Waffe zerstören. So, jetzt müsst ihr die beiden Knüppel zerstören, weil wir haben nämlich hier keine anderen Waffen.
Und dann machen wir den auch weg. So, jetzt haben wir ja gerade noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir diesen Raum mal fertig. Den haben wir ja schon angefangen. Aber wo haben wir denn... Hier kommt kein Operationstisch hin, denn das sind nur vorübergehende Krankenstationen. Das ist jetzt nicht dafür da, dass da nachher Operationen durchgeführt werden. Operationen werden bei mir durchgeführt. Das ist nur, falls einer verletzt wird. Kriegst aber auch einen Arztbot. Was haben wir am meisten? Granit? Haben wir noch am meisten Granit? Marmor. Ja, sieh mal einer an. Marmor. So, kommt hier noch eine Dings hin und hier einen Mini-Kühlschrank. Kräutermedizin und Medizin. Die verdirbt sogar bald. Ich überlege gerade, könnten wir irgendwo ein gutes Lager hinsetzen. Und diesen Ausgang müssen wir auch noch schön machen. Ich meine, es würde sich anbieten, noch ein paar von denen hier hinzusetzen. Als kleines Endlager sozusagen. Um das hier wegzumachen. Wir können das ja mit den Großen machen, wo dann alles nachher reingelagert wird, die einfach sehr viel Platz aufnehmen können. Machen wir so einen kleinen Lagerplatz. Werden unsere Baby-Lizards getötet? Ich baue jetzt einfach mal hier provisorisch ein Lager hin.
für Holz. Wir haben so viel Holz. Ich habe gesagt, wir haben so viel Holz. Wie sieht's hier aus? Ja, Teufelsgarn geht noch ein bisschen rein. Das auch. Wir haben hier Plastahl tatsächlich drin. Für die Plastahlfäden. Hier sind die Plastahlfäden. Nicht schlecht. Wir haben schon ein bisschen Sachen im Lager. Das freut mich. Das war das Lager für alles, ne? Oh shit. Die sind gelandet, aber zum Glück weit weg. Das sind aber viele. Wo gehen die hin? So, Perry geht die wieder pullen. Also los, Perry. Guck mal, die verstecken sich da oben. Oh shit, die sind schnell. Scheiße, die sind echt schnell. Die haben eine ziemlich große Range. Oh, der hatte dieselbe Knarre wie ich. Das ist gefährlich. Komm, der hat jetzt so ein Sniper-Duell. Komm schon, Perry, du kannst... Oh, scheiße, war close. Perry, du kannst das. Sehr gut, Perry. Oh, er kommt nicht zurück. Er kommt nicht zurück. Komm zurück. Oh shit, jetzt kassiert er. Oh, die wollen killen. Go, Perry, go! Ich hoffe, die haben keinen mehr mit Langwaffe. Die haben auf jeden Fall welche... Die sind gut bewaffnet, die Gegner. Lass die Tiere los! Das ist ein Androide. Oh! Gut geschossen. Ah, sehr gut, er wird vor Ort verarztet. Wieso hast du nichts zu tun? Du kannst doch forschen. Wieso haben die nichts zu tun hier? Ach, wir haben keinen Strom. Haben wir so einen krassen Stromverbrauch? Nicht schlecht. Wer bist du denn? Naja, er wurde jetzt verarztet. Er wurde nur nirgendwo hingetragen. Der hat einen Tentakel verloren. Hier, ihr könnt die Dinger wegtragen, wenn ihr nichts zu tun habt. So.
Ach shit, die Folge ist ja vorbei, habe ich vergessen. Wir legen hier ein Stromkabel lang. Der wird einmal von innen und von außen befeuert. Ja, damit auch genug Strom da ist. Oh nein, der war auch noch schwanger. Das gibt's ja nicht. Also die. So, alles löschen. Holz. Kann ich Holz hier überhaupt lagern? Oder verrottet das dann, weil nicht überdacht? Hier, mach mal. Mach mal. Nein, nicht ausrüsten. Wo ist Holz? Mach mal. Das passt eh nicht alles rein. Oh nein, der war auch. Verrottet das jetzt? Nee, sieht nicht so aus. Sehr gut. Ich Folge beenden, aber Heuermann losschicken. So. Mit dem Groundrunner. Kraftstoff nehmen wir mit. Fäkalien nehmen wir mit. Schlechte Waffen nehmen wir mit. Müllkleidung nehmen wir mit. Und Brocken nehmen wir mit. So, Vorräte nehmen wir. Doch, Pfirsich kannst du mitnehmen. Auf geht's. So, und dann schießen wir noch gerade die Dings rüber. Ich habe noch keine Info bekommen, dass die startbereit ist. Sieht aber so aus. Gut, wähle Gruppe. Auf geht's. Hui! Ich muss hier unbedingt Bauteile hin. Immer hinschaffen und muss dann hier den Stahl und Dings rüberkicken. So, wir haben wieder ein bisschen was. Hier soll ja keine Beleuchtung rein. Hm, hier kopieren wir jetzt auch noch den. Einfügen. Einfügen. Löschen. Alles löschen. Hergestellt. Medizin. Kräutermedizin. Der wird nicht aus Holz gebaut, sondern aus Marmor. Wir haben gar keinen, der hier die Blumen ansät. Mach mal.
Blumen ansehen ist wichtig. Niedrig. Niedrig. Setzen den aber mal auf normal und den auch auf normal. Den setzen wir auf bevorzugt. Den setzen wir auch auf bevorzugt. Damit das hier mal vernünftig sortiert wird. Wo bringst du denn jetzt den... Achso, das ist okay. So, Folge ist vorbei. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao. Ich musste Luft holen, das zählt nicht. Bis dann.